persönliche Frage stellen? Gerne. Welches OT-Level haben Sie denn, wenn ich das wissen darf? Ich habe 7 abgeschlossen. Okay. Ich will nur Folgendes sagen. Wissen Sie eigentlich, was, nehmen wir ein anderes Volk mal, das letztens unseren Planeten beherrscht über Federal Reserve System und letztens über diese Finanzkrise. Das sind Juden. Wissen Sie, was in der Tora einfach drin steht? Da steht einfach drin, der Unterschied zwischen Juden und den Goyim, das sind die Nicht-Juden, der ist so groß wie zwischen Mensch und Tier. Und die Ungläubigen haben letztendlich praktisch kein Lebensrecht. Und deswegen nimmt Israel sich im Gazastreifen auch das Recht, diese Nichtgläubigen einfach so zu töten, auszurotten. Das ist der erklärte Plan. So, und die Amerikaner haben die genau ausgetrickst. So, nun ist Folgendes. Die wussten ganz genau, dass der Angriff auf Pearl Harbor erfolgt. Und das wissen die wenigsten, das ist aber eine historische Tatsache. Ein Tag schon vor Pearl Harbor befand Amerika sich im Krieg mit Japan, auch England mit Japan, weil es ein Geheimabkommen gibt, das ist bis heute in den Medien verschwiegen ist, aber wirkliche Tatsache, ich kann es beschwören. So, das heißt, das hat Roosevelt dem ganzen amerikanischen Kongress vorenthalten. Wenn das rausgekommen wäre, wer hätte es ein Impeachment gegeben und er wäre abgesetzt worden. Nur, damit er einfach jetzt an der Macht bleibt, hat er Pearl Harbor wissentlich, nachweislich wirklich verschwiegen. So was unter diesem Schock, so wie was beim 9-11 einfach genauso machen kann oder Tonkin Delta, all diese Sachen, dass dieses die Weltöffentlichkeit hier hinters Licht geführt wird. So ist Deutschland in den Krieg hineingekommen, weil nämlich Japan den Krieg erklärt hatte. Aufgrund dieses Ultimatums hat er kein Öl. Die waren mit ihrer Flotte, die hatten sie zweigeteilt, eine ging nach Pearl Harbor und die andere wollte nach Indonesien und wollte da an die Ölquellen heran. Die brauchten die einfach, ihr Volk. So, und nachdem die eine ganz bestimmte Position im Meer überschritten hatten, war der Verteidigungsfall gegeben. Befanden die sich tatsächlich im Krieg. So, und was folgendes, die amerikanische Politik war expansiv. Erst, das sieht man in der amerikanischen Politik, erst den ganzen Kontinent von Osten nach Westen erobern und dann wollten die in den Pazifik und dann in den Atlantik nach Europa. Das war der Gedanke. Und letztendlich hat es deswegen einen Beistandspakt gegeben zwischen Japan und Deutschland. Weil die gesagt haben, wenn die amerikanische Macht sich so konzentriert auf einen richtet, hat er keine Chance, also muss man einen Zwei-Fronten-Krieg machen, sodass man da wirklich eine Chance hatte. Das war der ganze Hintergrund einfach dafür. Und weil Deutschland einen Beistandspakt hatte, musste deswegen Deutschland in den Krieg. Das ist der ganze Hintergrund. Japan ist aber erst in den Krieg eingetreten, als Deutschland schon im Krieg war. Nein. Der Zweite Weltkrieg war schon am Toben, als Japan und Amerika in den Krieg eingetreten sind. Als Deutschland in Polen angefangen. 39. Klar. So. Und Sie sagen jetzt einfach Deutschland, übrigens, 1933 wurde in Daily Telegraph in London und in New York Times hat die Judenheit Deutschland den Krieg erklärt. Judea declares war on Germany. 1933. Zu Hitlers Amtseintritt. Wie? Zu Hitlers Amtseintritt oder wie? Kurz danach. Kurz danach. Warum? Ist kein Schuss gefallen. Und die deutschen Juden sind nicht umgebracht worden, so wie es in den Zahlen hier steht. Ich weiß zum Beispiel, die russischen Totenbücher von Auschwitz sagen eine Zahl von 76.000 einfach aus. Ich habe das Gedenkbuch jetzt von den Opfer des Nationalsozialismus an den deutschen Juden. Die 4 Bände sind rausgekommen 2007. Da ist eine Zahl von 159.000 Juden da. 159.000. In Auschwitz war jahrelang die Zahl von Ilja Ehrenburg von 4 Millionen. Es waren ja nicht nur Juden, die dort vernichtet wurden. Wie? Es wurden dort ja nicht nur Juden umgebracht. Ja, aber es geht ja um Juden, letztendlich im Hinblick auf Deutschland, darum, dass wir einfach die schändlichste Tat in der ganzen Weltgeschichte einfach hier vollbracht haben sollen. Dann waren das, es gibt die Zahlen von 41 Sie Millionen. Sie wissen, dass es strafbar ist, den Holocaust zu leugnen. Ich leugne ja nicht den Holocaust. Das ist das, was Sie sagen. Nein, absolut nicht. Sie haben gerade gesagt, dass es nicht wahr ist, dass Deutschland diese schändliche Tat begangen hat. Nein, das ist in meinen Augen den Holocaust. Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe auf die Zahl der Juden, diese Zahl muss geklärt werden.